Wir waren in der letzten Folge ja auf Tir-Fradi angekommen, der Insel, und sind in Neu-Cyrene. Und mein Cousin Konstantin ist dort als Gouverneur eingesetzt worden. Und wir haben natürlich Siora kennengelernt, die geheimnisvolle Eingeborene. Und auch der Captain des Schiffs ist bei uns in der Party gelandet. Der Palast. Stehen Sie bequem, Soldat? Er reagiert, aber sagt nichts. Sehr tolle Gemälde. Also vom Flair her finde ich das sehr stimmungsvoll. Und die gelegentlichen Interieurs-Recycling-Maßnahmen stören mich jetzt ehrlich gesagt weniger. Aber vielleicht muss ich noch mehr Paläste sehen, wer weiß. Ist ja der erste. Nein, eigentlich der zweite. Ich finde es sehr hübsch. Stimmungsvoll historisch. Was will man mehr? Stimmig. There you are, dear cousin. What is this? Who is this amazing person in your company? I am Siora, daughter of Bladnid, daughter of Meb. My mother is the Maal, the chief of our clan. I am honored to make your acquaintance, Siora. This is incredible. You look so much alike, you could be related. If you would allow me, princess, I would like to confer a mission to my cousin. You need to visit the governors of the bridge and Teleme, to give them my formal regards, that sort of thing, but also to discover what they've managed to learn. They've been here much longer than we have. Perhaps they've made some inroads to finding a cure for the Malachor. Forgive me, Maal, but I have a request for you. My people needs your help. I thought we might discuss matters together at leisure, but please, speak your piece. The Lions. The Bridge Alliance and my people are at war. My mother has sent me to you in search of allies. I fear that without your help, our clan will suffer great horrors. We have already lost so many souls. Hmm. This seems a sensible request. You know, though, we cannot go to war with our neighbors. Perhaps there is a way to negotiate a ceasefire, the time to see things more clearly. Excellent idea. I would be completely lost without you. Go and parley with, the Queen, dear cousin. Try and put an end to confrontations for the time being. I will come with you. It will take more than one person to convince my mother to lay down our weapons. Perfect. Take Kurt along with you and anyone you feel useful. I've been told that the roads are not safe. Safe travels, dear cousin. And watch out for yourself. I wouldn't want anything bad to happen to you. Wir sollen uns auch als Diplomat betätigen und natürlich das Heilmittel suchen. Also wir sollen einen Streit schlichten, uns mit der Brückenallianz treffen und zum Dorf der Eingeborenen gelangen. Ja, es gibt viel zu tun. Also langweilig wird einem hier nicht in dem Spiel. Konstantin hat da noch was zu sagen. Cousin, what can I do for you? Was war mit seinen Eltern? Any news of your parents? No. With the time it takes to travel to the continent, it's not surprising. But I don't miss them. My father's next letter will certainly be full of his usual disdain. As for my mother, you know her. Ja, wir können auf seine She's Eltern probably verzichten. Too busy planning her next assassination to have noticed my absence. Ja, das hatten wir ja schon. I'm going to leave now. Goodbye, Konstantin.
Look out for yourself. Ja. Onol Manawi, do you need something? I must leave you. Nichts Neues von wie heißt sie? Siora, genau. So, dann schauen wir uns erstmal um hier im Palast. Your Excellency. Alles. It is an honor. Good day, Your Excellency. NPCs, die nichts zu sagen haben, nichts Wichtiges. Beautiful day, don't you think, Your Excellency? Adligen Getuschel, Intrigen, Gespinst wahrscheinlich. Ja. Verschlossen? Oh, Schlossknacken Level 3. Die haben gerade mal Level 1. Das wird nicht reichen. Und hier? Ah. Mal geht's nach oben. Sehr holzig, aber so war es früher. Aber wie gesagt, das finde ich alles sehr, sehr detailliert und gelungen. Und sich darüber zu beschweren, verstehe ich nicht. Das ist schon der Loot. War wohl nichts. Irgendwie? Nee. Wahrscheinlich nur Licht. Wow. Ist das nicht Konstantin? Ich glaub schon. Wow. Level 2. Haben wir auch. Ja, das klappt auch nicht. Locked. Tja, ich überlege gerade, was könnte ich denn upleveln? Ah. Was haben wir denn hier? Büroschlüssel. War das jetzt die Tür? Bin ich mal neugierig. Ach nee, das war der nicht. I don't have the key. Kann ich vielleicht mein Schlossknacken-Wert anheben? Ein Fähigkeitspunkt, ein Attributpunkt. Das sind die Attribute, Stärke, Beweglichkeit, Kraft. Willenskraft, Genauigkeit, Ausdauer. Talente. Da wäre auch Schlossknacken. Oh, ich sehe gerade, ich habe da keinen Punkt. Verdammt. Ich habe ja nur Talentpunkte. Attributspunkte, sorry. Beziehungsweise nur ein. Magischer Schaden. Ja, ich weiß gar nicht so genau, wo ich in welche Richtung ich eigentlich hin will. Und was wichtig ist. Mehr Schaden ist natürlich nie verkehrt.
Aber irgendwie zögere ich noch, den Punkt zu verteilen. Ja. Magischer Schaden. Die Fähigkeiten. Also Stasis ist sehr gut. Damit kann man Monster lähmen. Damit kann man Gegner lähmen. Ist eigentlich ein bisschen overpowered schon, aber ich überlege gerade, ob ich das noch weiter verbessere. Schusswaffen gefallen mir eigentlich auch ganz gut. Da muss man nicht so nah ran halt. Und in Verbindung mit Stasis macht das schon Sinn. Ja, gehe ich jetzt auf Schusswaffen oder... Was haben wir noch? Einhandwaffen, schwere Einhandwaffen. Stagnation, Effektdauer plus 20%. Ja, das klingt gut. Ich glaube, das nehme ich mal. Magiering, da weiß ich gar nicht genau, wie das funktioniert. Ich glaube, ich nehme das mal. Stagnation plus 20% Effektdauer. Ja, verlockt mich. Genommen. Da weiß man wenigstens, was man hat irgendwie. Gerade für die Bossgegner. So, dann geht's weiter. Ja, hier müssen wir wieder zurück. Wahrscheinlich nach unten. Oder habe ich noch eine Tür übersehen? Ja, hier gibt es so viele Türen. Ne, hier war ich glaube ich noch nicht. Da ist noch eine Tür. Wohin? Da geht's runter. Ja, hauptsächlich renne ich jetzt hier so wirr rum, weil ich will das alles mal sehen und bin schon ein bisschen am Staunen hier. Welcher Raum jetzt letztendlich wichtig ist, das wird sich zeigen und ich werde wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal hier sein. Hier sind wir wieder unten. Eingangshalle. Oh, da ist jemand. Thank you for coming. I know that you're very busy, but I need your help. I'm listening, sir. This island is vast. And we only know a tiny part of it. As you know, your uncle has asked me to draw maps to facilitate the merchant's travels. Alas, I'm slightly too old to be roaming the paths, setting up camps here and there. So I'd appreciate it if, as you travel, you mark the places you deem to be safe on your map. Very well. I will take care of it, Professor. Mm-hmm. Excellent. I knew I could count on you. Wir sollen die Insel erkunden. Do you remember that gigantic creature that you defeated in Serene? Bringing a specimen to the city was obviously not a good idea. An accident was inevitable. But according to my sources, es gibt also noch mehr von diesen Riesenkreaturen. And your uncle wishes to know more about und I know that a scholar of the mein Onkel möchte mehr über sie erfahren. Fedin, has also taken an interest in these creatures. I tried to contact him, but apparently he disappeared. During an expedition to study them. Naturally, I cannot ask you to rummage through the und wir sollen einen verlorenen Wissenschaftler aufspüren und die Forschung weitertreiben zu der Kreatur. If I find anything out, I'll let you know. The road to knowledge is long and difficult,
But this is the price of wisdom, Desade. Der Preis der Wissenschaft. Schlage ein Lager in der Region Glendgamvar auf. Und wir sollen den Professor suchen. Beziehungsweise ihm helfen. Viel zu tun, wie gesagt. Muss man sich im Einzelnen mal anschauen. Ein Speisesaal. Boah, diese Schränke. Toll. Ich bin begeistert. Und die Küche. Wie man sieht. Oh, noch einen Schlüssel gefunden. Hilft uns vielleicht weiter. Irgendwann, irgendwo. Aber es sind so viele Türen. Ich will jetzt hier nicht die ganze Folge mit verschlossenen Türen verbringen. Auch wenn ich schon neugierig bin, aber naja, das wird zu weit führen jetzt. Ich versuche ja auch mal so ein bisschen an das Wohl meiner Zuschauer zu denken, also an euch. Und nicht eine ganze Folge nur so, ja, wiederholende Sachen machen. Obwohl ich jetzt eigentlich genau das tue, denn ich erkunde die Räume. Aber ich finde, es gibt auch viel zu staunen. Hier im Palast. Ah, da ist doch noch wer. Ein Questgeber. Minister. Ein Minister. Your Excellency, it is always an honor. How may I serve you? What exactly is your role here? I am tasked with advising Governor Constantine about business matters, and I make sure that all business contracts are established properly and are favorable to us. I am responsible for setting taxes on goods based on their value, among other things. It is an exciting job that requires the utmost care. Would you like anything else? Und tschüss. That will be all. Goodbye, Your Excellency. So, ich denke, wir könnten mal so langsam die Besichtigungstour beenden, wo es wahrscheinlich noch mehr Räume gibt. Naja, wie gesagt. Es gibt viel zu tun. Da hinten war noch ein Raum. Okay, den nehme ich jetzt auch noch mit. Ich bin zu neugierig. Ah. Eine Kiste. Her damit. Ach, da geht's noch runter. Wow, man achtet auf das Holzgeländer. Oder Stein? Nee, Stein. Okay, ich bin im Keller. Jetzt habe ich den Salat. Jetzt muss ich noch weiter erkunden. Das ist halt mein Entdeckergeist. Oh, daneben. Wahnsinnig groß. Auch wenn es manchmal ein bisschen ruckelt, aber ich habe die Texturen auf Ultra und die Shader. Sorry. Sieht einfach so am besten aus. Aber vielleicht werde ich das ein oder andere noch mal ein bisschen runterregeln, damit die Performance nicht so leidet. Hier doch ein bisschen an der unteren Grenze des Schönen.
Wenigstens gibt es nicht hier 1000 Bücher in dem Spiel, wie in anderen Spielen. Ah, Glitzer. Wo man dann auch tausende Seiten lesen muss oder hunderte und nicht weiß, welche wichtig sind. Das finde ich dann manchmal ein bisschen schwierig zu entscheiden. Und damit ich mir am liebsten alle Bücher mitnehmen und irgendwann ist das Inventar voll. Tolle Lichteffekte. Nur die Hintergrundmusik, die ist ein bisschen nervig, die habe ich schon leiser gedreht. Da hätten sie mal ein bisschen mehr Abwechslung nehmen können. War es das schon? Naja, wie gesagt. Das soll es erstmal gewesen sein, hier mit der Palasterkundung. Hat eh schon viel zu lange gedauert, eine ganze Folge. Oh, da ist noch eine Treppe. Ich kann es nicht lassen. Ah, eine Leiter. Okay, da gehe ich jetzt noch rauf. Da bin ich zu neugierig. Na, da sitzt ja sogar einer. Greetings, Sire. Aren't you our governor's cousin? Da wurden wohl noch so ein paar Arbeiter. Ah, noch weiter hoch. Wahnsinn. Wahnsinn. Noch weiter? Tatsache. Der Dachboden? Na, ja, so ein richtiger Palast. Oh, hier ist Schluss. It's blocked. Scheint aber wirklich Ende Gelände zu sein hier. Tja, Sora, du bist umsonst hier raufgeklettert. Genau wie ich. Naja, aber so richtige Paläste, die waren halt so groß. Mit hunderten Zimmern. Ist nicht übertrieben. Wahrscheinlich eher sogar noch ein bisschen untertrieben. Aber realistisch. Und vor allen Dingen auch hier die ganzen antiken Möbel. Hallo. Your Excellency, such elegance. You really are honoring your uncle. Man kennt mich. Oh, es ist Nacht geworden. Jo. So, viel gelaufen, viel gesehen, aber was gibt es hier noch? Achso, das ist unser eigener Wohnsitz. Unser Quartier nehme ich an, das ist auch das Lagerfeuer. Zum Botschafter der Brückenallianz sollen wir auch. Aber ich würde sagen, ich gehe erstmal zu meinem Quartier. Da kann man wahrscheinlich auch rasten, übernachten. Ist ja nicht weit. Teilweise wird hier noch gebaut. Klar, ist ja auch eine neue Insel. Auch das ist eigentlich sehr realistisch. Ah. Bei Nacht sieht man so gut die Kisten leuchten. Oh, Level 3 habe ich nicht. Da ist bestimmt was Wertvolles drin. Eine richtige Truhe. Also Schloss knacken möchte ich dann doch auf Level 3 anheben irgendwann. Aber mir fehlen die Punkte. Deine Unterkunft. Ein Werktisch, eine Truhe, deine Gefährten und man kann ausruhen und auch auf Reisen gehen von hier aus. Aha, ist also so eine Art zentraler Punkt.
also das Lager, wo man halt Gefährten austauschen kann. Ach, da kann man reisen, der Globus. Ist auch witzig gemacht. Sehr tolle Ideen. Greenblood, there's something I would like to talk to you about. I'm listening. I recruited a young man for the guard a few months ago. Talented. Very talented. And honorable. I've been tracking his progress, and I learned that he's been sent to the barracks in New Serene. I would like you to meet him so that you can give me your opinion. My opinion? On what? Ever since our departure from Serene, I've spent nearly every second at your side. But I have clear standing orders to assure the protection of Constantine. And I don't know his guards. Not well, in any case. I see. You've been thinking this recruit might be a suitable personal guard? Precisely. And your opinion has weight. So then, would you like to accompany me to meet him? Wir sollen einen Rekruten treffen. Ich denke mal, das ist so eine Art Companion-Quest, die wir vielleicht annehmen sollten. But of course, let's go. Rayna must be with the other recruits in the barracks. Dann muss ich natürlich Kurt mitnehmen, denke ich. Ich würde sagen, Vasco, bleib mal hier. Geht das nicht? Kurt ist gelockt. Ach, der ist dann schon in der Gruppe, oder wie? Ach so, dann... Ja, genau. Man kann nur zwei mitnehmen. Erstmal zumindest. Man muss mindestens zwei mitnehmen, okay. Dann würde ich sagen, Siora kommt mit. Kurt ist eh dabei. Genau, der ist dabei, das habe ich auch verstanden. Siora kommt noch mit, genau, da sind wir zwei von zwei. Hängt dann auch mit den Questen ab, wen man mitnehmen sollte und kann. Genau. Der Werktisch. Die Kiste. Und der Schlafplatz. Vom Kamin. Sehr gemütlich. Ja, gar nicht schlecht, die Ideen. Und man kann sogar reisen. Ha. Sehr nett. Ja, es gibt viel zu erkunden, wie man sieht. Tolle Karte. Schlafen. Bis zur Morgendämmerung? Ja. Wir wollen ja nicht den ganzen Tag verschlafen. So. Dann geht's auf. Zu neuen Abenteuern. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal die Companion-Quest für Kurt. Das sind die Hauptquesten und die Nebenquesten. Kurz Quest, genau. Finde die junge Rekrutin. Aha, eine Rekrutin. Ich dachte, ein Rekrut, okay. Ach, im Norden. Alles klar.
Okay, da gibt es sogar zwei Aufgaben. Umso besser. Also wie gesagt, ich finde das technisch alles sehr sauber. Und, ups, falsche Taste. rechts. Also ich habe noch keinen Bug erlebt hier in dem Spiel. Und keinen Absturz. Ich finde, das muss man mal hervorheben. Alles klappt bislang. Bei so einem großen Spiel ist das schon eine Leistung, finde ich. Gerade für kleinere Developer-Teams. Wo nicht über 100 Leute arbeiten. Darf ich mal? Da hinten. Auch wenn man für dieses Spiel locker eine 1080 Grafikkarte gebrauchen könnte, gebe ich zu. Also die Performance könnte vielleicht noch ein bisschen verbessert werden. Allerdings habe ich auch auf Ultra die Texturen und die Shader. Von daher ist es auch wieder okay. Weil, wow, die Außenwelt. Ja, am liebsten hätte ich jetzt Lust, hier alles zu erkunden, aber aber ich glaube, ich gehe ein bisschen systematisch vor und schließe erst ein paar Quests hier ab. Weil, wenn man immer hin und her rennt, ist das auch blöd, finde ich. Ja, ich würde sagen, Assassin's Creed Origins, wenn man da alles auf Ultra setzt, dann ruckelt das auch bei mir. Von daher ist das, denke ich, auch okay von der Performance das Spiel hier. So, genug gelabert. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Greedfall. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ciao, der Argonaut.